Hi, ich bin Luca, bin 23 Jahre alt, mache derzeit meine Ausbildung zum Handelsfachwirt beim WEZ. Dies ist ein Partner der Edeka Minden Hannover und daher nehme ich euch jetzt einmal mit. Ich kam zum WEZ, indem ich hier als Aushilfe begonnen habe zu arbeiten, um Geld zu verdienen für meine Australienreise. Nachdem ich von da wieder hier war, habe ich ein bisschen überlegt, was ich in Zukunft machen möchte, hatte die Idee zu studieren. Ich wollte Sportwissenschaften studieren, habe aber relativ schnell gemerkt, dass die praktische Arbeit mir besser liegt. Und deshalb habe ich mich entschieden, eine Ausbildung hier beim WEZ zu machen. Ich bin derzeit im dritten Jahr meiner Ausbildung zum Handelsfachwirt. Diese ist zweigeteilt. In den ersten anderthalb Jahren lernt man den Kaufmann im Einzelhandel und die zweiten anderthalb Jahre ist die Ausbildung zum Handelsfachwirt. Da ich schnell und viel Verantwortung übernehmen wollte, ist das die optimale Möglichkeit dazu, da man in drei Jahren zwei Abschlüsse in der Tasche hat. Der Morgen beginnt damit, dass wir die Neuware im Obst-Gemüse-Fach räumen und die Abteilung schön herrichten. Nachdem wir die Obst-Gemüse-Abteilung für den Kunden attraktiv gestaltet haben, nehme ich jetzt hier die Neuware für die anderen Abteilungen an und kontrolliere die beim Wareneingang. Dadurch, dass ich das Gelernte direkt im Markt umsetzen kann, kann ich extrem schnell und viele Fortschritte während meiner Ausbildung zum Handelsfachwirt machen. Und natürlich brauche ich dazu auch ein bisschen Disziplin und Eigenmotivation, damit das Ganze so läuft, wie man sich das auch vorstellt. Während meiner Ausbildung zum Handelsfachwirt führe ich auch unter anderem praktische Projekte durch. Zum Beispiel habe ich zuletzt hier in der Tiefkühlabteilung eine Umstrukturierung vorgenommen und habe dazu Trendprodukte neu eingepflegt und Produkte, die nicht mehr so gut liefen, herausgenommen. Den Erfolg konnte ich sehen, da der Umsatz gestiegen ist und auch die Kundenzufriedenheit zugenommen hat. Ich bin sehr froh, dass ich durch die Ausbildung sehr früh viel Verantwortung bekommen habe und auch für die Kunden und Azubis, Mitarbeiter generell die Ansprechperson bin. Ich kann immer wieder coole Aktionen mithelfen und Aufbauten machen und das, obwohl ich erst 23 Jahre alt bin und noch gerade mitten in meinem Handelsfachwirt stecke. Manchmal sitze ich natürlich auch an der Kasse. Zu Beginn meiner Ausbildung war das Hauptbestandteil und man war froh, da an der Kasse zu sitzen. Aber jetzt hat man natürlich auch andere Aufgaben und es ist eher die Ausnahme. Am Ende meiner Schicht prüfe ich einmal die Bestände von den einzelnen Produkten und schaue nach, ob was neu nachbestellt werden muss und gehe da alle Produkte nach und räume die Abteilung ein bisschen auf, damit der Kunde auch alles findet. Besonders gut finde ich auch einfach den Umgang mit den Menschen, egal ob Kunden oder Mitarbeiter. Ich bin immer froh, wenn ich ihnen weiterhelfen kann, weil dann ist für mich ein guter Tag gewesen. Nach unserer Schicht trinken wir auch gerne nochmal ein Getränk zusammen mit Arbeitskollegen, sitzen ein bisschen zusammen und quatschen. Manchmal machen wir es auch nach der Arbeit komplett in der Freizeit, sodass wir immer als Team ein bisschen zusammensitzen. So, hiermit ist mein Arbeitstag beendet. Ich werde jetzt nach Hause fahren und noch ein bisschen was für die Schule lernen, da ich in einer Woche wieder Unterricht habe. Das Besondere bei dieser Ausbildung im Gegensatz zu der normalen ist, dass man nicht zwei Berufsschultage in der Woche hat, sondern immer alle vier Wochen für eine Woche Blockunterricht hat. Dort lernt man super die Mitschüler kennen und auch deren Arbeitsalltag und es ist super für das gesamte Klassengefüge. Für meine Zukunft wünsche ich mir einfach viel praktische Erfahrung zu sammeln, hier im Markt oder auch in anderen Märkten. Und alles andere sehen wir in Zukunft.